Willkommen zu einem neuen Unboxing-Video und in diesem Video stelle ich ein LED-Armband vor, das man ja zum Laufen, Spazierengehen, Radfahren und so weiter verwenden kann, wenn man ja jetzt im Herbst und im Winter ebenfalls sportlich aktiv ist und ja nach der Arbeit noch laufen geht oder sonst irgendwas, dann ist es ja meist schon dunkel und da ist es gut, wenn man so ein LED-Armband hat und ja, damit mit Licht auf sich aufmerksam macht. Ja, ich denke mal, dass es eher für Sport geeignet ist, wenn man zum Beispiel auf der Straße fährt, aber da sollte man ja auch ein Licht beim Fahrrad verwenden oder ähnliches. Also hier ist zwar auch ein Hund abgebildet, also hier hat man zum Beispiel Laufen mit dem Hund spazieren gehen, also ich denke mal, wenn man mit seinem Hund spazieren geht und der Hund an der Leine ist, dann ist der Hund ja weniger in Gefahr, aber für beim Fahrradfahren, Laufen, Fahrradfahren und so weiter, da ist eher das Problem, dass man in der Dunkelheit nicht wirklich gesehen wird und dann einfach von einem Auto erfasst wird. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Also dieses LED-Armband funktioniert mit zwei Knopfbatterien, mit zwei CR2032 3 Volt Knopfbatterien. Die sollten eigentlich in dieser Verpackung drin sein. Mal schauen, ob das wirklich der Fall ist. Und ich habe schon eine Schere vorbereitet. Schneiden wir das Ganze mal auf. Also Verpackung leer. Da ist eine Beschreibung dabei, wie das Ganze funktioniert. Sicherheitshinweise und so weiter. Also ich denke mal, Sicherheitshinweise wird da nicht so viel sein, aber ja, da steht einiges. Sicherheitshinweise. Das LED-Armband ist zum Tragen bei Dunkelheit und bei schlechter Sicht, zum Beispiel bei Nebel, vorgesehen. Das LED-Armband ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet. Was ist jetzt ein gewerblicher Zweck, frage ich mich. Also, wenn sowieso schon Hund spazieren gehen drauf, dort abgedruckt ist, also ich glaube nicht, dass da jemand gewerblich Hundespazierer ist. So. Schauen wir mal, also geöffnet wird das Ganze hier. Sollte eigentlich funktionieren. Ich sehe da jetzt kein Plastik drin, aber lassen wir uns mal überraschen. Aha, da ist so ein Papierding dazwischen. Schauen wir mal, ob das zweite. Okay, es war nur dieser eine Fleck dazwischen, Papierfleck. Drücken wir also das Ganze wieder hinein. Und verschließen das irgendwie. So, ich hoffe, dass das jetzt gut verschlossen ist. Und jetzt, aha, so leuchtet das Ganze in Rot. So blinkt es. Also es hat zwei Funktionen. So, und das Ganze gehört hier, glaube ich, hier in dieses Drehen. Also ich habe das Ganze hier jetzt eingerastet und
ja, das zieht man einfach so fest. Muss man schon ziemlich dick sein, damit das da auch hält. Ich werde mal das eine Licht ausschalten, damit man das vielleicht besser sehen kann. Oder beide. So, jetzt sollte man es besser sehen. Also das leuchtet rot. Es sieht so Natur, also besser aus als in der Kamera. Und so blinkt das die ganze Zeit. Ja, eigentlich eine sehr gute Idee. Was steht da noch? Das LED-Armband dient nicht als Ersatz für zum Beispiel eine defekte Fahrradbeleuchtung oder Sicherheitsbeleuchtung anderer Art. Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Es besteht unter anderem Erstickungsgefahr. Na gut, wenn ein Kind diese Verpackung schluckt, dann gute Nacht. Er muss einen ganz schön großen Mund haben. Ja, die Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Ja, das stimmt. Na, auf jeden Fall lassen wir das mit den Sicherheitshinweisen. Ja, eine tolle Idee mit diesem Armband. Ist sicher sehr gut für die Sicherheit und kostet nur wenige Euro. Wenn man zum Beispiel ja, mit dem Hund spazieren geht und man lässt seinen Hund immer freilaufen, dann ist es sicher eine gute Lösung, wenn man das beim Hund nutzt. Hier hat man noch so ein Reflexionspatch drauf und ja, ansonsten, wie gesagt, leuchtet das Ganze rot oder blinkt, zwei Funktionen hat es, mit zwei Knopfbatterien funktioniert das Ganze und ja, die Knopfbatterien kriegt man auch bei jedem Elektrogeschäft zum Kaufen, zum Nachkaufen und ja, aha, das Ganze hier ist ein LED verbaut und auf der anderen Seite ist ein LED verbaut und hier ist dann so ein weißes ja, Gelmaterial oder keine Ahnung was das ist. Auf jeden Fall, das leitet das Licht einfach weiter, ist eine gute Idee und auf jeden Fall erhöht es die Sicherheit und ja. Jetzt kommt ja da langsam der Herbst und Winter und ja, wenn man da am Abend noch draußen sportlich aktiv ist, ist es auf jeden Fall sehr gut, wenn man irgendwo Straße überquert oder irgendetwas, dass man da auch wirklich gesehen wird, wenn man mit dem Hund spazieren geht und der Hund wird als Freiläufer, sage ich mal, ausgeführt, dann ist es auf jeden Fall für den Hund sicherer, denn einen Hund kann man schwerer bei Dunkelheit oder bei Nebel erkennen als Autofahrer und da ist es auf jeden Fall für den Hund sicherer, wenn der Hund so ein Band trägt. Das kann man ja, ganz normal um den Hals legen und naja, es muss schon ein kleiner Hund sein. Oder man montiert das irgendwie aufs Geschirr des Hundes, also wenn man so ein Körpergeschirr hat, kann man das auf den Hund montieren und ansonsten, ja, kann man es am Arm nutzen oder am Bein und ja, ist auch nicht störend beim Laufen, Fahrradfahren oder Inlineskaten oder so Skateboardfahren. Auf jeden Fall, ja,
gute Idee für Herbst, Winter, damit man da in der Dunkelheit auch gesehen wird und weiter sicher sportlich aktiv sein kann. So, das war's von diesem Unboxing-Video und ja, bis zum nächsten Mal. Wenn es gefallen hat, Like drücken, Kanal abonnieren und dann keine News, Unboxing-News mehr verpassen.